In diesem Video möchte ich die Grundlagen der punktförmigen Zugbeeinflussung erklären. Wollt ihr zunächst erstmal wissen, was PZB, LZB, ETCS und SIFA überhaupt sind und wie sie sich unterscheiden, solltet ihr euch zunächst das kurze Übersichtsvideo zu diesem Thema ansehen. Beachtet! Das Thema PZB ist relativ komplex und es gäbe noch viel mehr zu sagen. Für detailliertere Informationen zu diesen und weiteren interessanten Themen kann ich die Seite tfausbildung.de und einen Blick auf ausführlichere Videos empfehlen. Dieses Video soll nur einen Einblick in die Thematik verschaffen. Und nun Timer starten. Die punktförmige Zugbeeinflussung ist ein System, welches sichern soll, dass der Lokführer kommende Signale oder Geschwindigkeitsänderungen wahrgenommen hat. Wie der Name schon sagt, wird die Überwachung an bestimmten Punkten aktiv, nicht dauerhaft während der Fahrt. Ihr bestätigt ein konkretes Ereignis. Die PZB besteht aus 3 Bedientasten und 6 Leuchtmeldeanzeigen. Wir beginnen mit den leuchtenden Zahlen. Das System unterscheidet zwischen 3 Zugarten, je nach Bremsweg. Der oberen Zugart für Personenzüge, der mittleren für leichte Güterzüge und der unteren für schwere Güterzüge. Je nachdem, welche Zugart ausgewählt ist, gelten unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen und Regelungen. Im nachfolgenden Audio beziehe ich mich auf die obere Zugart. Je nach gewählter Zugart leuchtet eine der 3 Zahlenanzeigen, hier die 85. Die anderen 3 Leuchten symbolisieren die Überwachung durch die verschiedenen Magnete. 1000 Hz beispielsweise an Vorsignalen, 500 Hz vor Hauptsignalen und 2000 an Hauptsignalen. Widmen wir uns nun den Tasten. Die auffälligste ist die Wachsamkeitstaste. Mit ihr bestätigt der Fahrzeugführer ein Ereignis, wie eine Geschwindigkeitsänderung oder ein gelbes Vorsignal. Weitere Fälle betrachten wir in Kürze nochmal. Die Befehlstaste ist zum Überfahren eines 2000 Hz Magneten, wie es bei roten Signalen der Fall ist, vorhanden. Die Freitaste befreit den Fahrzeugführer aus der Überwachung, zum Beispiel wenn das Hauptsignal auf grün springt. Gehen wir einmal auf die Strecke. Unser Zug befindet sich in freier Fahrt. Die Höchstgeschwindigkeit bei Überwachung durch die PZB ist 160 km/h. Wir fahren also mit Höchstgeschwindigkeit unseres Wegs und eines der folgenden Ereignisse tritt ein und führt dazu, dass wir die Wachsam-Taste betätigen müssen. Ein Vorsignal steht auf Gelb, ein Lokführerüberwachter Bahnübergang naht oder eine Langsamfahrstelle wird angekündigt. Das gilt sowohl für die Ankündigung auf einem Signal als auch auf einer Geschwindigkeitstafel. Die 85 beginnt zu blinken. Innerhalb von 23 Sekunden müssen wir unser Fahrzeug auf 80 km/h verlangsamen. Also auf gut Deutsch nicht zu sachte auf 80 runterbremsen. Nun gibt es 2 Möglichkeiten. Das Signal springt auf grün, wir dürfen die Freitaste betätigen und wieder auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen. Oder das Signal ist rot. Bis zum nächsten Magneten müssen wir die Geschwindigkeit auf 65 reduzieren, weiter verlangsamen und schließlich vor dem Signal stoppen. Das Anfahren. Habt ihr die PZB erstmals aktiviert oder nach einer Beeinflussung angehalten, werden die Zahlen 70 und 85 abwechselnd blinken. In diesem Zustand ist euer Fahrzeug auf 45 km/h überwacht. Fahrt 40, bis das Blinken erlischt oder befreit euch mit der Freitaste. Eine Besonderheit ergibt sich, wenn zudem die 500 Hz Leuchte aktiv ist. In diesem Fall ist eure Höchstgeschwindigkeit auf 25 km/h beschränkt. Eine Befreiung ist generell nicht möglich, wenn die 1000 oder 500 Hz Anzeige leuchtet. Habt ihr noch Fragen oder habe ich etwas nicht korrekt dargestellt? Ich freue mich auf Gespräche und Anregungen in den Kommentaren. Schaut euch auch gerne mein kleines Beispiel an, dann wird bestimmt noch einiges klarer. Und damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und eine gute Fahrt.